Überraschung heute für euch geben. Und zwar habt ihr euch den gewünscht. Nachdem ihr auf Snapchat einige Pakete gesehen habt, habt ihr gefragt, ob ich daraus ein Video machen könnte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration für euch oder ihr wollt einfach nur wissen, was ich an Weihnachten tragen werde, beziehungsweise jetzt, während es kälter draußen ist, denn es ist ganz schön kalt geworden und deshalb sind ein paar neue Schätze bei mir eingezogen. Ich habe, wie versprochen, denn heute ist ja Sonntag, auch wieder eine kleine Verlosung für euch. Also wenn euch auch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Ich würde sagen, wir starten mit meiner Zara-Bestellung. Da gab es nämlich 20% und ich bin so, so glücklich, denn ich habe eine wunderschöne Bluse ergattert, genau passend für die Feiertage. Ihr könnt schon sehen, sie ist sehr, sehr schick. Mit diesen Rüschen hier, hier hinten haben wir noch Knöpfe. Man müsste natürlich einen Top drunter tragen, denn sie ist schon sehr transparent. Aber ich bin schwer verliebt für den Preis, wirklich ein absolutes Schnäppchen. Und genauso wie diese Bluse hier, die war eben auch reduziert, die hat euch auch sehr gut gefallen. Die hatte ich auf der Glow an, zusammen mit diesem Rock hier. Den hatte ich euch schon mal gezeigt, der ist von Rombe gewesen. Super Kombi, wie ich finde, sehr elegant. Und ja, auch diese Bluse hier war ein Schnäppchen. Dann habe ich mir noch diese Bluse hier mitgenommen bei Zara. Naja, Bluse, also ich trage sie eher als Kleid. Und zwar mit einem Oversize-Pulli, dann meine Overknees und dann bin ich angezogen. Also ich fühle mich super wohl, ich finde es eine schicke Kombi, aber auch eine chillige Kombi. Also ich hatte das ja auf der Weihnachtsfeier von Gianluca an, habe Pancakes für die ganze Mannschaft gemacht und habe mich einfach super wohl gefühlt, aber habe mich eben auch schick gefühlt, sozusagen. Genau, dann, oh, ich darf nicht so oft genau sagen, ne? In meinem letzten Video habe ich zu oft genau gesagt. Memo an mich selbst, nicht so oft genau sagen. So, ihr zählt am besten mal mit und schreibt es dann in die Kommentare. Als nächstes habe ich diese Hose hier noch bestellt bei Zara. Und zwar hatte ich die erst in 34 bestellt, weil ich eben 34 trage, aber die war schon echt sehr knackig eng. Deshalb jetzt hier die 36. Ich finde, das sieht aus wie eine Kinderhose. Aber da ist natürlich sehr viel Stretchanteil mit dabei. Ich finde die Details wunderschön, denn ihr habt hier so weiße Pünktchen mit drauf und außerdem ist sie wieder in so einem Used Look. Könnt ihr sehen, hier unten an den Knien und hier. Und außerdem finde ich sie richtig cool abgeschnitten. Also ich freue mich schon drauf, die hier zu tragen. Genau, dann, oh, ich habe schon wieder genau gesagt. Mist, ich muss mich jetzt echt mal konzentrieren. Wir machen weiter mit den Overknees, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und zwar, finde ich, haben sie genau die richtige Absatzhöhe für mich. Die sind super bequem, ganz, ganz weich. Ich würde die am liebsten jeden Tag tragen, was natürlich nicht geht. Auf jeden Fall fühle ich mich total wohl mit diesen Overknees. Das ist ja bei mir immer ein bisschen schwierig, da ich ja recht klein bin, das wisst ihr ja. Und da ist es wirklich schwierig, solche Schuhe zu finden, denn das kann schnell doof aussehen. Aber bei denen hier finde ich, dass es gut aussieht. Vor allen Dingen eben die Kombi mit dieser Bluse, also Kleid, und dem Oversize-Pulli mag ich super gerne. Dann habe ich mir noch Schuhe bestellt bei Zara, eben auch mit diesen 20%. Die hatte ich bei Tanja im Video gesehen und zwar nennt sich ihr Kanal Tanja Gruß. Kennt ihr bestimmt alle, falls nicht, schaut unbedingt vorbei. Video, Link bzw. Link zum Kanal ist unten in der Infobox. Ja, ich finde, die hat einen super Style. Ich lasse mich super gerne von ihr inspirieren und sie hat eben vor einiger Zeit auch diese Schuhe hier gezeigt. Dann habe ich tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, mir diese Boots zu kaufen. Habe dann Gott sei Dank noch ein bisschen gewartet, denn wie gesagt, jetzt gab es dann die 20%. Ich finde die super schön. Ich habe sie hier zu Hause getestet, sind sehr, sehr bequem. Und ja, ich bin ganz glücklich, dass ich sie jetzt eben habe. Bei Mallorca habe ich mir dann dieses Spitzenoberteil noch mitgenommen. Und zwar brauche ich die ja unter meinen Oversize-Pullis, trage ich super gerne. Ihr könnt dazu aber auch einen Blazer tragen, zum Beispiel jetzt eben zu den Feiertagen vom Stoff her. Das ist ganz, ganz weich. Hier mit ganz viel Spitze, sieht eben sehr elegant aus. Gibt es in verschiedenen Farben, da könnt ihr mal bei New Yorker vorbeischauen. Dann habe ich dieses hier noch mitgenommen bei Only. Und zwar ist es jetzt sogar reduziert auf der Internetseite. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox, könnt ihr mal nachschauen, falls euch sowas gefällt. Hier unten könnt ihr schon sehen, auch viel Spitze mit dran. Und hier oben, eben wenn ihr einen Oversize-Pulli tragt, dann passt es sehr, sehr gut. Vielleicht eine Lederimitat-Leggings unten drunter und dann seid ihr schön schick angezogen. Dann habe ich mir diesen Pulli hier mitgenommen bei New Yorker. Von dem habe ich euch ja eigentlich schon ganz viel erzählt. Es ist mein liebster Pulli geworden. Erst habe ich gedacht, nee, der gefällt mir gar nicht so gut, als ich im Laden war. Mittlerweile ist er nur in der Wäsche und ich bin ihm wirklich nur am Tragen, weil ich ihn so, so gerne mag. Also erstens mal ist er ganz, ganz weich, der ist ganz gemütlich, Chiller-Modus, beziehungsweise auch schick eben mit diesem Kleidchen, Bluse.
und dann ist man schön angezogen. Also ich mag die Kombi sehr, sehr gerne und das ist mein absoluter Liebling geworden. Dann machen wir weiter mit meiner Bestellung bei Fashion 5. Da habe ich ja jetzt schon des Öfteren bestellt, habe ich euch auch schon erzählt und euch die Sachen gezeigt. Und ihr habt mich auf Snapchat ganz, ganz oft gefragt, woher denn meine Winterjacke ist. Genau, das habe ich schon wieder genau gesagt. Also ihr zählt mit, ne? Es ist diese hier. Und wie gesagt, die ist von Fashion 5. Die ist so, so warm. Und als ich sie bestellt habe, also als ich die Bestellung gemacht habe, dachte ich erst so, naja, das ist wahrscheinlich das Teilchen, das mir am wenigsten gefällt. Mittlerweile ist es das liebste Teilchen aus der Bestellung. Denn ich dachte erst, dieser Teddy-Stoff sieht so billig aus. Dabei sieht er so toll aus und die ist so warm. Die hat hier zwei verschiedene Materialien, also einmal wie so eine Art Lederimitat und hier eben Stoff. Hier der Reißverschluss ist in Rose Gold und ich hatte noch nie eine Jacke oder ein Oberteil mit einem Rose Gold Reißverschluss, was natürlich auch richtig cool ist. Wie gesagt, hält super warm und das ist mein liebstes Teilchen aus der Bestellung, wie schon gesagt. Und dann habe ich mir noch diese Jacke hier bestellt. So sieht die aus. Sie ist so grau, die ist eben mehr ja, sportlich, würde ich jetzt eher sagen. Wenn ich mit der Bella Gassi gehe oder wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, hält auch super warm. Hier ist auch nochmal wie so ein Niki-Stoff, allerdings in schwarz. Ja, auch wunderschön diese Jacke. Dann habe ich mir noch diesen Langarm-Cardigan hier bestellt. Wunderschön mit diesem Kragen, wirklich, fällt ganz, ganz toll so als Wasserfall. Hat hier nochmal zwei Knöpfe, ist auch schön lang und hält sehr, sehr warm. Das einzige Negative daran ist, dass es mir zu groß ist. Oh Mann, in S gab es das leider nicht. Ich muss jetzt nochmal auf der Internetseite schauen. Also ich habe M genommen, weil mir das halt so gut gefallen hat und weil ich gedacht habe, ja, kannst du irgendwie ein bisschen kaschieren. Aber es ist mir definitiv zu groß. Also ich habe viel zu viel Stoff an mir dran. Ich muss mal gucken, dass ich das noch umtauschen kann. Auf jeden Fall ist es von der Verarbeitung her, vom Stoff wirklich ganz, ganz edel gemacht. Also für den Preis kann man da nichts falsch machen. Ihr könnt zum Beispiel hier auch eine Lederjacke drüber ziehen. Ne? Dann habt ihr unten was Warmes und oben drüber die Lederjacke und so einen dicken Schal. Dann schaut es wirklich ganz, ganz toll aus. So, dann habe ich noch diesen Hoodie hier von Fashion 5. Und, oh mein Gott, was soll ich sagen? Der ist so bequem. Ich habe noch nie so einen bequemen Hoodie, ja. Also erstens mal gefällt mir, wie er halt ja, geschnitten ist. Hier habt ihr halt eine Kapuze. Und der Schnitt, der ist so, so toll. Also man sieht irgendwie nicht aus wie so ein Eskimo-Bär. Wisst ihr, wie ich meine? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wieder die italienische Sprache, die ich gerade versuche zu übersetzen. Hier habt ihr jedenfalls noch zwei Taschen. Da könnt ihr so die Hände reinstecken. Und das Witzige dabei ist, ich habe XS genommen und der ist so, so bequem. Also das engt mich nicht ein, der ist mir nicht zu klein. Ganz komisch. Also falls ihr ja, mit dem Gedanken spielt, euch das zu bestellen, dann wählt den auf jeden Fall eine Nummer kleiner. Weil ich wollte eigentlich S nehmen, dann dachte ich, naja, nimmst du mal XS. Der Wahnsinn, der ist so weich, der ist so kuschelig. Oh mein Gott. Ich freue mich jedenfalls riesig, den zu tragen. Jetzt machen wir weiter mit meiner Bestellung von Rompe. Und zwar habe ich diesen Mantel hier bestellt. Nicht wundern, ich hänge hier immer so Säckchen auf, beziehungsweise Rosen. Ja, dieser Mantel hier, das hatte ich auf dem Bild gar nicht so erkennen können. Der hat hier so goldene Nähte mit dabei. Hätte ich wahrscheinlich jetzt so im Laden nicht gekauft. Mittlerweile gefällt er mir ganz gut. Es ist halt ein Oversize-Mantel. Da muss auch ich wieder sehr aufpassen, wenn man so klein ist. Ich bin ja auch schmal. Ja, wirkt es so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Also da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Jedenfalls gefällt er mir sehr gut. Er riecht überhaupt nicht gut, also als er angekommen ist. Ne, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man es dann so auspackt, dass es nicht so angenehm riecht. Aber man kann das Ganze hier raushängen und dann hat man den Duft nach einer Zeit auch wieder raus. Dann machen wir weiter mit diesem Mantel hier. Und zwar ist der auch von Rompe. Ihr könnt schon sehen, der ist grau. Hier innen ist er beige. Ganz, ganz weich, sehr elegant geschnitten. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Dann durfte noch ein Pulli mit bei Rompe. Da gehen natürlich die Geschmäcker auseinander, muss ich sagen. Aber es ist mein absoluter Favorit geworden. Das ist das erste Grün, das ich so in meinem Schrank jetzt habe. Und ich würde auch diesen Pulli hier am liebsten jeden Tag tragen. Der ist so, so weich. Der gefällt mir vom Rollkragen her super. Der fällt schön. Das ist so ein bisschen oversized geschnitten. Also der ist nicht figurbetont.
und ich liebe diesen Pulli. Dann durfte noch dieser Pulli hier mit. Bei dem hier ist es so ein bisschen das Gegenteil. Also der ist auch schön weich. Da gefällt mir der Rollkragen super gut. Aber es ist definitiv zu viel Stoff für mich. Also ich sehe damit aus wie ein Michelin-Männchen. Ich müsste mal gucken, ob es den noch eine Nummer kleiner gibt. Aber den kann ich jetzt so leider nicht tragen. Jetzt machen wir weiter mit meiner Shein-Bestellung. Und zwar durfte bei Shein dieser schöne Pulli hier mit. Ein V-Ausschnitt, wie ihr sehen könnt, den ich aber so ein bisschen zur Seite mache, damit man Schulter sieht. Hier habt ihr diese Löcher, auch wieder ein Used Look. Die Farbe gefällt mir total gut, eben passend jetzt zum Winter. Und der ist auch wieder ganz weich, der hat eine richtig schöne Länge. Mit einer Leder-Imitat-Leggings kann ich mir den super gut vorstellen. Dann durfte diese Fell-Imitat-Weste mit. Die hatte ich auch schon bei H&M gesehen, da war sie aber deutlich teurer. Und zwar sieht die so aus. Ich mag die so, so gerne. Die kann man jetzt, wie gesagt, auch zu den Feiertagen ganz, ganz toll kombinieren mit einer schönen Bluse drunter. Und ihr habt hier auch noch, zwei Taschen. Da könnt ihr eure Hände schön reinmachen, eine schöne Kette. Dann seid ihr schön schick angezogen. Dann dürft ihr noch diese Bluse hier mit bei Shein. Ich finde die sehr, sehr elegant, auch hier wieder. Ihr habt hier so eine Art Stehkragen, der schön elastisch ist. Hier unten habt ihr auch wieder so Bündchen, unten an den Ärmeln. Sehr, sehr schön gemacht, sehr schöne Details, auch wieder passend für die Feiertage. Und dann noch dieses Kleidchen hier, das mag ich auch. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur für die Feiertage, sondern auch vielleicht fürs Büro. Das sieht so aus, dieses Kleidchen hier, kann ich mir sehr gut vorstellen, mit einer blickdichten Strumpfhose, schöne Schuhe und dann ist man schön schick angezogen. Ich finde auch die Details hier, ne, diese Naht, das ist so, so hochwertig. Also das hätte ich auch nie gedacht, aber ihr könnt da wirklich nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch passend für die Feiertage diese wunderschönen Ohrringe hier bei Happiness Boutique bestellt. Ihr könnt schon sehen, die sind super edel. In meinem letzten Vlog habe ich diese hier getragen, auch wunderschön, passend zu den Feiertagen, haben euch auch sehr gut gefallen. Und dann hatte ich bei Happiness Boutique noch eine Joker-Kette bestellt. Das Video dazu kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken, da seht ihr die Joker-Kette. Die haben wirklich eine wunderschöne. Die werde ich mir nachbestellen, denn meine habe ich der Mama von der Gerste geschenkt. Die hat ihr nämlich sehr gut gefallen, als wir bei Gerste waren. Dann wolltet ihr nochmal meine neue Uhr sehen von Paul Hewitt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die habe ich jetzt gerade unten. Die kommt hier in dieser Verpackung an. Gefällt mir super gut mit diesem schwarzen Ziffernblatt. Die ist eben auch in Rose Gold. Mag ich sehr gerne. Und dann habe ich noch das Anker-Armband. Das trage ich heute auch. Ich habe dazu ja schon ein rosafarbenes, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Ich finde es halt sehr edel mit diesem Anker, macht Mods was her, vielleicht ist es was Passendes für euch zu Weihnachten. Vielleicht wollt ihr euch das auch mal anschauen und ich mag es eben, ja, total gerne. Dann habe ich, das wolltet ihr auch noch sehen, bei Leonardo bestellt. Und zwar bekommt meine Mama dieses wunderschöne Armband, Armkettchen. Das habe ich jetzt schon weggeschickt, deswegen blende ich euch das Bild ein. Meine Schwester wird dieses hier bekommen. Das finde ich auch sehr, sehr edel. Meine Schwester lebt ja jetzt in Rom, die studiert dort. Und ja, wird es per Post bekommen, hier in diesem wunderschönen Samtsäckchen schickt es Leonardo immer. Vielleicht wollt ihr euch da auch mal umschauen. So, meine Lieben, diese wunderschönen Ohrringe wollte ich euch noch zeigen. Und zwar sind die auch von Leonardo. Da haben mich ganz, ganz viele Nachrichten erreicht auf Snapchat, woher die denn sind. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich trage jetzt mittlerweile immer wieder Ohrringe, allerdings nicht hier, wo es genäht wurde. Da muss ich 3 Monate warten, bis ich da wieder ein Loch schießen kann. Ich habe hier nebendran noch ein Loch und da mache ich mir meine Ohrringe einfach rein. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, den Rest, den zeige ich euch in einem anderen Video, denn das Video wird sonst zu lange. Ich bin so eine Labertasche. Wir kommen jetzt aber, wie versprochen, zur Verlosung. Und zwar habe ich dieses wunderschöne Produktpaket hier von Astor mit ganz, ganz vielen tollen Produkten. Das würde ich am liebsten selbst behalten, aber ihr wisst, ich verschenke wahnsinnig gerne. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Wichtig ist natürlich, dass ihr Abonnent meines Kanals seid, denn ich möchte auch was zurückgeben an die, die mich treu unterstützen und meine Videos gerne schauen. Ja, meine Lieben, jetzt machen wir langsam Schluss. Ich würde mich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Es ist richtig schön geworden, finde ich. Ich war auf der Glow. Ich habe euch viel hier im Haus gezeigt und Alessandro hat eine Sprachnachricht von 2 richtig großen YouTubern bekommen.
bekommen. Dieses Gesicht meines Kindes war unbezahlbar. Er war so, so glücklich. Und das habe ich euch alles in meinem letzten Video zusammengefasst. Ansonsten freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und falls ihr schon Abonnent meines Kanals seid, hier unten ist so eine kleine Glocke. Da könnt ihr mal drauf gehen. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, falls ein Video wieder von mir online geht. Donnerstags und Sonntags sind meine Upload-Tage, jetzt so zwischendurch lade ich auch immer wieder mal was hoch. Ihr wollt ja immer Deko sehen, jetzt gerade zu Weihnachten. Und falls euch das auch noch interessiert, da habe ich letztes Jahr viele tolle Videos gemacht, die Playlist dazu unten in der Infobox. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend, meine Lieben. Lasst euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!